Hallo. 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 Hallo, Josef Krause. Hallo. Hi. Hallo. Wie heißt sie? Romy. Romy. Und? Der Mac. Mackie. Hallo. Hallo, Marco. Marco. Alex. Alex. Freut ihr euch? Ich bin schon so aufgeregt, mein Spieler so nah zu sehen. Ja. Wer ist denn dein bester Freund im Verein? Mein bester Freund? Vielleicht der Halstenberg. Wir sind auch zusammen im Zimmer, wenn wir Auswärtsfahrten haben. So, jetzt sitzen alle die Reporter. Stellen die Fragen. Ach so. Dann haben die ihr Kaffee hier. Ach so, ist das. Und dann stellst du die Fragen. So, jetzt bin ich klar. Herzlich willkommen. Woher kommst du? Woher ich komme? Ich komme aus Dänemark. Ich wohne jetzt seit 5,5 Jahren in Leipzig. Ach, deswegen kannst du so viel gut Deutsch. Ja, danke schön. Warum hast du dich beworben? Ich? Oh, ich habe mich eigentlich nicht beworben. Das war eigentlich ich habe eigentlich die Frage gestellt, ob ich das machen würde. Und dann habe ich zugesagt, weil ich möchte gerne, dass man auch was Schönes gewinnen können. Und ich bin halt der geilste Spieler bei RB Leipzig, deswegen. Was verbindet dich mit RB Leipzig? Ah, ich müsste eigentlich die Fragen stellen. Aber ist doch gut so. Was verbindet mich mit RB Leipzig? Ich habe jetzt die letzten 5,5 Jahre eigentlich die gleichen Entwicklungen gemacht wie der Verein. Und deswegen würde ich den Vergleich mit meiner eigenen Entwicklung eigentlich ziehen. Macht es dir hier auch Spaß? Also macht es dir Spaß, Fußball zu spielen oder? Ja, sehr viel Spaß. Wie fühlt sich das so an, dieser Werdegang, den komplett mitzumachen? Das fühlt sich schon richtig geil an. Ich glaube, das kriegt nicht jeder. Also diese Möglichkeit, um sowas zu machen und so eine seine eigene Geschichte zusammen mit einem Verein zu machen, das kriegt fast keiner hin. Und deswegen fühlt sich sehr, sehr gut an. Was ist hier eigentlich so? Was wir isst, da komme ich noch später zu sprechen. Das zeige ich euch, wenn wir in die Kantine sind. Da gibt es richtig viele verschiedene Sachen. Und die Hälfte könnte ich dir nicht aussprechen, weil ich weiß auch selber nicht, was es ist. Aber gesund ist es auf jeden Fall. Also ist er ja nicht wie mein Happy Meal oder so. Leider nicht. Würde ich auch gern mal. Aber das gibt es hier leider nicht. Macht ja auch manchmal Ausflüge. Klassenfahrt. Ja, Klassenfahrt. Wir sind ja. Klassenfahrt oder irgendwie so in der Art wie Klassenfahrt. Unser Auswärtsspiel ist ja so ein bisschen wie Klassenfahrt, würde ich sagen. Also wo ihr mal zu anderen Mannschaften im Stadion geht. Ja, zum Beispiel. Hier unten ist. Das ist genau wie Turnhalle in eurer Schule, wenn ich so einen habt. Da sind auch Basketballkorbe und alles mögliche. Spielt ihr Handball oder sowas? Nee, hier spielen wir Fußballtennis. Also wie Volleyball, aber nur mit einem Fußball, wo du nur die Füße benutzen dürfen. Über. Und dann darf der nur einmal innerhalb die grünen Streifen da berühren. Und sonst. Wenn jemand den mit dem Fuß erwischt, dann zählt das ein Punkt für. Wenn der zweimal runterkommt, dann ist es ein Punkt für die andere Mannschaft. Kannst du da hoch? Kannst du auch hier stehen. Das sind die Schuhe. Was ist, wenn man die jetzt hier reinstellt? Das ist wie ein Ofen, dann werden die warm. Dann kriegst du keine kalten Füße im Winter. Boah, hier! Das ist ja voll gut hier! Und ist ja voll cool, Mann. Genau. Genau. Und dann musst du in die Knie runter. So. Und dann wieder hoch. Was? Ohne Festhalten? Ohne Festhalten, so. Ich habe ja auch ein viel zu kurzes Bein. Das stimmt. Kurz mal gucken, ob da aufgeräumt ist. Ach, gut. Ja? Komm rein.
so sehen die Jugendzimmer dann auch aus, ungefähr. Fast wie im Hotel. Das ist genau wie ein Hotelzimmer eigentlich. Ja. Fast wie ein Urlaub aus. Ja, fast wie ein Urlaub, genau. Also machst du hier fast jeden Tag Urlaub? Ja, genau. Ja. Also, genau. Das ist halt unser Chillraum. Stube sozusagen. Genau, die Wohnzimmer. Jetzt kommt's. Jetzt. Guck. Die da zweimal nehmen oder jeder nur einmal? Essen? Ja. So viel wie wir schaffen. Dürft ihr das heressen, ja? Das ist zu 99% zuckerfrei, glaube ich. Ach so. Also, ja, Dessert. Aber keine Dessert. Und singt ihr euch auch Geburtstagslieder, wenn einer Geburtstag hat? Ob wir Geburtstagslieder singen? Ja. Unten in die Kabine. Singen wir Happy Birthday. Magst du auch einen Spieler von anderen Mannschaften, oder? Ja, schon. Ich habe schon ein paar Kumpels von anderen Mannschaften. Ich meine, bist du ein Fan von anderen Spielern? Fan? Nee, ich bin keine Fan. Du bist ja selber ein Fußballer. Genau. Ich bin Fan für mich selbst. Okay, dann kannst du ja Autogramme auf dein T-Shirt machen. Genau. Selbst Autogramme. Genau. Was wolltest du schon immer mal in der Akademie sehen? Also ich habe ja alles eigentlich gesehen. Ich sehe am liebsten das Essenraum. Ich mag Essen. Und was wolltest du am liebsten sehen? Was hast dir am meisten beeindruckt? Die Turnhalle so. Die Turnhalle? Und dort, wo das Fußballspiel war. Das mir das gleiche gefallen. Mhm. Hier ist es, und da kannst du noch was in meinen Heft schreiben. Ja, klar.